Tja, das ist also die Taktik fürs Großschwert. Fresse halten und Geduld haben. Tja, und plötzlich ist alles vom Winde verweht. Man kann auch ganz schnell Schilder tauschen und den Helm austauschen, um möglichst viele Seelen aus dem Kampf mit nach Hause zu nehmen. Das ist ein großer Batzen, der da zusammenkommt. Hier liegt, glaube ich, das Slab. Yep. Und da vorne liegt die Rüstung von Ornstein. Und dann gehen wir gleich mal in den Firelink-Schrein und reden mal über den Path of Dragons. Schaut mal, da vorne fanden wir den Speer. Wisst ihr noch? Da stand Examen durch das Gitter hindurch und hier lag keine Leiche, keine Truhe, einfach gar nichts. Und wenn ihr mal hier hinguckt, hier liegt auch ebenfalls keine Leiche, keine Truhe. Das liegt alles, das liegt einfach hier, einfach so. Das Dragonslayer-Zeug. Nee, wir müssen das hier besprechen. Ich glaube, das ist das Beste, wenn wir das hier klären. Also, fangen wir mal mit dem Speer an. Hallo, lieber Speer. Ich sehe dich schon wieder nicht. Der kann nicht so weit oben sein. Der muss doch bei mir geixt sein, dass ich den gar nicht benutzen kann, oder? Ist er nicht? Ach, da ist... Doch, du bist so weit oben. Wahnsinn. Crossspear associated with Ornstein, the Dragonslayer. A weapon of the gods imbued with the strength of lightning. Two-handed thrust utilizes the support of the cross and requires great might. Ben can pierce deep into the flesh of dragons and send mermen flying. Also wenig Lore, gehörte Ornstein, wahnsinnig stark, bla bla bla. Golden Lion Helm associated with Dragonslayer Ornstein. From the Age of Gods, imbued with the strength of lightning. The Dragonless Age. In the Dragonless Age, the knight who long guarded the ruined cathedral left the land in the search of the nameless king. Ornstein hat in dieser Zeitlinie stand Ornstein nicht mit Smaug bis am Ende aller Tage in der Kathedrale, sondern er verließ seinen Posten auf der Suche nach dem Erstgeborenen, dem Nameless King. Ornstein from the Age of in the Dragon Age King Knight and Long Guarded the Ruins. Okay. Kurz die Seele. Da. Soul of Anilala. The Nameless King was once a dragon-slaying god of war, before they sacrificed everything to ally himself with the ancient dragons. Es ist zu 99,9% sicher, dass das der Sohn von Gwyn war. Ich wollte jetzt echt hier nicht kämpfen, weil ich mache hier gerade Lore-Sachen. Und das war für mich wichtig, dass ich diesen Eingang für mich habe. Alter, hast du eine Ahnung, wen ich gerade umgebracht habe? Dass du dich mit mir hier anlegst. Geh kacken, ernsthaft.
Also, Ornstein verlässt seinen Posten, weil er auf der Suche ist nach dem Sohn des Gwyn. Will er ihn töten? Will er sich ihm anschließen? Will er ihn fragen, warum er gegangen ist, warum er sich mit den Drachen verbündet hat? Was ist in seinem Kopf vorgegangen, werden wir nie erfahren. Doch wir wissen, dass hier keine Leiche liegt. Und wir nehmen stark an, dass, wenn man den Path of Dragons richtig begleitet, dass man zu einem Drachen wird. Und jetzt nehmen wir mal an, Ornstein sieht am Ende dieses Ganges seinen, aus seiner Sicht, König, besten Freund. Er schreitet durch die Tür, schmeißt seine Waffen weg. Er geht weiter auf ihn zu und legt seine Rüstung ab. Und verwandelt sich in einen Halbdrachen, weil er den Path of Dragons begleitet. Und weil er so stark ist und weil er Verbündete hat, weil Ornstein so verflucht stark ist, stirbt er nicht und wird zum Drachen. Und dass das ein sehr langer Zeitraum ist, das muss jetzt hier jedem einfach klar sein. Das passiert nicht einfach so von heute auf morgen. Irgendwo hier in diesem Gebiet liegt auch noch in New Game Plus ein ich glaube der Golden Silver Serpent Ring plus 2, ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal die Seelen, die Gegenstände lesen, die haben noch ein kleine Hinweise. Im Großen und Ganzen, den jetzt im dritten Anlauf getötet zu haben, ist gar nicht so schlimm. Ich musste nur wirklich mal aufhören zu reden. So wahnsinnig gut bin ich nicht, dass ich solche Bosse dann nebenbei noch komplett durchkommentieren kann. Dafür hätte ich sie noch 10, 20 Mal öfter töten müssen, um sie komplett auswendig zu kennen. Hey, Ludi! Aha, da schon. Keine Angst, ich töte dich nicht. Mein armes Kerlchen. Lightning Storm. Once a slayer of dragons, the former king and war god tamed a storm dragon, on which he led a lifetime of battle. This miracle is likely a tale of their bond. Sehr interessant, ein Bond zwischen einem drachentötenden Kriegsgott und einem Stormdrake. Ist dieser Stormdrake vielleicht Ornstein gewesen? Vielleicht betrat Ornstein dieses Gebiet ohne zu wissen, wo der Nameless King war, aber er beging den Path of the Dragons und wurde zum Storm Dragon und hat dadurch die Chance bekommen, wieder mit seinem alten Gefährten, mit dem sie auch einen besonderen Bond, die gleiche Wortwahl, verbinden. Eine Möglichkeit. Das ist aus der Seele des Storm Kings. The Nameless King, Ali of Ancient Dragons fought beside the Storm Dragon in countless battles. When the great beast fell, the king claimed his soul, as was the custom in the Age of the Gods. Weil er aus dem Age of Gods stammt. Tornado ist die Fähigkeit. Imbue blade with wrath of storm. In spinning motion and follow with a strong attack to bear that wrath upon foes. Einige Leute sagen, dass dieses Schwert der Beweis ist, dass es nicht Ornstein ist. Ornstein hat eine eigene Seele. Der ist so stark, dass der eine eigene Seele hinterlässt, wenn man ihn tötet. Jetzt ging er natürlich eine Verwandlung durch und hätte man jetzt irgendeine Waffe gekriegt mit Lightning Damage oder irgendwas Speeriges, irgendwie irgendwas, wäre das noch konkreter. Allerdings ist das jetzt ein Curved Sword für Geschicklichkeitscharaktere, für uns unbrauchbar, und wenn ich mich richtig erinnere, war ich von dieser Waffe wahnsinnig enttäuscht. Wahnsinnig enttäuscht. Überlegt euch gut, ob ihr sie haben wollt. Da fand ich diesen Speer schon ein bisschen besser. A dragon hunting weapon from the Age of Gods. The earliest form of cross spear served as both sword and spear. Its owner was the Nameless King. A Diffic hunter of dragons. The sword spear is imbued with lightning, of which he was the heir. Also noch mehr Hinweise kann man gar nicht kriegen, dass das jetzt hier der Sohn von Gwyn ist. Ja, also noch mehr Hinweise wäre schon, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt
kein schlauer Vergleich zu ein, aber aus Souls Sicht kann man nicht ein nicht noch mehr in die Fresse in, mit der Fresse ins Buch tippen, wo es drinne steht. Ne? Also mehr geht einfach nicht. Entspann dich, Ludlev. Mann, ich bin auf deiner Seite. Als ob er mich jedes Mal überreden müsste. Anstrengendes kleines Dingelchen. Das soll es von mir auch an dieser Stelle gewesen sein, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, teilt mir mit, was ihr über das Gebiet denkt. Vor allen Dingen, was ihr über Ornstein denkt. Und was ihr über den Path of Dragons denkt. Weil ich persönlich finde das extrem faszinierend und interessant, dass es wirklich Möglichkeiten geben soll, sich in einen Drachen zu verwandeln. Und sicherlich spielt da die Humanity auch eine sehr große Rolle, denn wir wissen, dass die Humanity einen Menschen wirklich stark entstellen kann und formen kann. Und das ist etwas, das muss man mitbedenken. Die kann da eine große Rolle drin gespielt haben oder wird sicherlich eine sehr große Rolle spielen. Und die wird in irgendeiner Art und Weise gesteuert durch die Dragonstones. Gut, das soll es jetzt aber gewesen sein, wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.